Hallo Leute, willkommen zu diesem Bergsprengvideo. Ja, in diesem Video werden wir diesen großen Berg hier sprengen. Genau, diesen Berg hier. So, ich würde sagen, wir beginnen mal hier unsere Zündschnur zu basteln und dort dann mit dem TNT beginnen. Ich würde sagen, unsere Zündschnur geben wir hier nach oben. So. Hier mit den Holzblättern. Sehr schön. Hier wird unsere Zündschnur sein. Redstone, Redstone, Redstone. Der Redstone kann ja TNT anzünden. Sehr schön. Das sind jetzt hier selbst zu viele Blöcke Redstone. Ich brauche Verstärker. Also schauen wir mal. So. Bis jetzt funktioniert es natürlich noch nicht. Hier brauchten wir eben etwas anderes, müssen wir eben hier bauen. Nämlich hier Redstone und genauso. Hier oben will ich dann wieder einen Verstärker nehmen. Redstone, Redstone. So. Ja, ich würde so bauen. Das schaut sehr schön aus. Und hier können wir dann beginnen, den Berg zu sprengen. Also kommt hier oben und zuerst das TNT hin. Ja, genau, so werden wir es machen. Hier könnten wir noch etwas weiter dorthin, dort lang. Gut, sehr schön. Gehen wir bis hierhin. Sicher ist sicher. Könnt ihr nachmachen, diese Bergsprengung. Hier geht das Redstone aus. Wieder Verstärker. So. Okay. So, jetzt muss das schaffen. Ja. Es kommt. Warum habe ich gerade? Warum? Habe ich gerade das gemacht? Hä? Ich hätte das TNT nicht hinplatzieren sollen. Nein, hätte ich auf keinen Fall. Ja, okay, ich schalte es mal aus. So, jetzt kann es keinen Unfall mehr platzieren. So, jetzt haben wir hier mal das TNT und können es hier schön mal anplatzieren. Ich würde sagen, hier gehen wir dann mal nach unten. Das macht er im Kreativ ganz easy, einfach so. Ganz nach unten. Eine Höhle. Weiter nach unten. Bis Padrock kommt. Ja, hier haben wir Padrock. Und jetzt hoch. So, das ist die einfachste Methode, einen Berg zu sprengen. Gut. Ich werde sagen, wir sind jetzt gleich oben. So. Und wir sind hier. Gut, weiter mit dem TNT. So, jetzt wird es dann einen Cut geben. Und ja, wir sehen uns dann bald wieder. So, Leute. Ja, ich habe jetzt schon hier richtig viel verlegt. Hier kommt das nächste Loch in den Boden. So, sind wir wieder schon bei Bedrock. Gut, fließt keine Lava runter, sonst hätten wir ein Problem. Sonst wäre der halbe Berg jetzt schon weg. So, wieder nach oben mit dem TNT. Gleich sind wir wieder oben. So. Und hier sind wir. Ja, hier habe ich sehr viele Löcher in den Boden gegraben schon. Und das mit TNT gefüllt. Also wenn wir jetzt den Hebel anmachen, wäre das schon sehr gefährlich. Aber wir sprengen hier noch mehr. Auf jeden Fall, wir wollen hier noch mehr sprengen. Das heißt, gehen wir hier auch wieder mal runter. So. Und ja. Das machen wir jetzt mal richtig oft, bis wir es einfach hinter uns haben. So. Ich
habe auch hier schon ein paar Erze gesehen und gefunden. Zum Beispiel, es war hier auch gerade ein Smaragd in einem anderen Loch. Und ja, und wie gesagt, platzieren wir das TNT wieder hier hoch. Es sollte endlich aufhören zu schneien. Wisst ihr? So, Wetter. Klar. Sehr schön. Oh, und Uhrzeit. Machen wir mal schon wieder Tag. Sehr schön. Zack, hier geht's weiter. Und sonst ein TNT. Hier. Ja, hier machen wir auch noch ein Loch rein. Ja, jetzt kommt dann wieder ein Cut. Ein paar Löcher später wird der Cut dann zu Ende sein. Für euch ist es ja nur eine Millisekunde der Cut, aber ja. Bis zum nächsten. So Leute, ja. Das nächste Loch wird hier wieder gemacht. Hier war gerade Redstone. Ach ja. Ja. Und wieder hoch. Das ist jetzt zwar ein bisschen langweilig, aber trotzdem. Das Kaboom wird dann richtig cool. Ja. So, weiter hoch mit dem TNT. Schaut hier schon recht cool aus. Ja. Wir sind gleich hier schon am Ende des Bergs. Ich mache bis hier circa. Also nicht weiter. Ja, sonst wäre es halt zu viel wieder. Und ich glaube, es wird lecken, wenn das hier alles explodiert. Ja, weiter runter jetzt wieder. So. Gut. Noch weiter runter bis zu Padrock. Und ich würde sagen, hier sind wir jetzt schon bei Padrock. Genau. Oben schauen. Keine Lava fließt runter, sonst hätten wir ein Problem. Ja, es fließt keine Lava runter, also platzen wir das TNT. So. Wir sind dann bald fertig mit dem Berg und ja. Ich würde sagen, nächster Cut kommt. Wir sehen uns bald. So Leute, wir sind jetzt schon hier. Bald am Ende des Bergs. So, weiter runter das TNT hier. Wir sind wieder bei Padrock. So. Ja, wir sind echt jetzt gleich fertig. Boah, das wird krachen. Ich sag's euch. So. Gut. Und ich sag, wir haben's hier auch schon mal. Das schaut schon etwas wild aus. Ja, das schaut etwas wild aus. Das ist sehr wild. Auf jeden Fall, hier geht's weiter. Dutzend TNT. Und hier kommt unser nächstes Loch runter. So. Wieder runter mit dem Loch. Bis wir ganz unten bei Padrock sind. Aber das geht im Creative eh sehr schnell eigentlich. Obwohl, es könnte sogar noch schneller gehen. Lava. Okay, kommt keine Lava. Und können wir das TNT platzieren. So. Ja, wir sind schon bei der Hälfte dieses Tunnels gerade. Und ja, jetzt müssten wir dann angekommen sein. Hier, ja. Gut. Also. Nächstes TNT. Hier. Gut hier. Also wieder runter. Und das TNT platzieren. Und ja. Gut. Wir sind wieder bei Padrock. Und platzieren das TNT. So, nach oben. Boah, das wird echt krachen. Boom. So, ja. Wir sind jetzt dann auch wieder oben. Gut. Und ich verbinde das hier mal alles. Dann werde ich, glaube ich, noch hier eins machen. Hier eins machen. Und hier unten auch noch eins machen. Ja, okay. Dafür gibt es einen Cut. Wir sehen uns gleich. So, Leute. Das hier ist schon das letzte Loch. Von hier unten sieht man eh hier. Ich habe sehr viele Löcher hier gemacht. Gut. Hoch. Wieder. Hier war Lapis. Auf jeden Fall hoch mit dem TNT. Und ja. Dann könnt ihr mal diesen Berg jetzt mal bewundern. Voll mit TNT. So. Wir müssten jetzt dann wieder oben sein. Gut. Hier ist der Berg voller TNT. So, also. Schaut euch das mal an. Ja, das ist doch klar. Da denkt man sich, okay, etwas TNT. Etwas TNT ist etwas untertrieben.
Ja, und das geht auch runter in den Berg, also. Schaut sehr, ja, sehr wild aus. Das hier. Und gleich danach, wenn es gesprengt wird, wird sehr, sehr, sehr wild ausschauen. Ja. Und ich würde sagen, wir wären dann bereit, den Berg zu sprengen. Den Berg. Okay, ich werde irgendwo hier dann fliegen oder auf der anderen Seite, keine Ahnung. Vielleicht sollten wir noch mehr Verstärker reintun, damit wir dann noch auf unseren Platz fliegen können. Hier noch mehr Verstärker. Hier. Hier. Und das alle auf volle Stufe, die Verstärker. So. Und hier auch noch auf volle Stufe und hier auch. Ja, gut. Damit verschaffen wir uns ein bisschen Zeit. So. Der ist auch auf volle Stufe. Gut. Ja, ich würde sagen, wir können beginnen, ihn zu sprengen. Das wird wild. Ja, das wird sehr wild. Okay. Ich würde sagen, let's go. So. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Der ganze Berg ist weg. Es laggt. Es laggt voll. Ich kann nicht mehr schön sehen. Gut. Es laggt noch immer. Geht's bald? Oh mein Gott. Der ganze Berg hier ist weg. Der ganze Berg. Das schaut wild aus. Das schaut sehr wild aus. Ja. Das Loch hier. Oh mein Gott. Das hat hier alles zerfetzt. Ganzen Berg. Wäre das eine Base, dann wird die ganze Base jetzt weg sein. Ja. Ein bisschen Erfahrung. Oh mein Gott. Alles weg. Ich bin sprachlos. Ja. Ja, ich bin sprachlos. Das ist wild. Ist sehr wild. Ja. So, Leute. Ich würde sagen, das war's dann mit dem Video. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, was euch wahrscheinlich gefallen hat. Also ich hoffe, also ich glaube schon, dass es euch gefallen hat, weil sowas ist schon was richtig Gewaltiges. Könnt ihr gerne mal nachbauen und ausprobieren bei euren Berg. Und ja, und es schneit wieder. Mhm. Also Wetter wieder klar. Auf jeden Fall, hoffentlich hat euch das Video gefallen. Wenn ja, dann könnt ihr gerne einen Daumen oben da lassen. Und ja. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Ihr könnt auch auf meinen Kanal schauen. Und ja, wenn euch mein Kanal gefällt, könnt ihr ihn auch gerne abonnieren. Und ich würde sagen, Leute, ciao. Das war's mit dem Video. Und wir sehen uns das nächste Mal.